Da, Slanes Schiff. Ich wusste doch, dass er hier ist. Jetzt geh zu ihm und mach ihn fertig. Er ist bestimmt wieder beim Admiral. Nice. Wie macht... Tun Sie das? Was? Na klar, ich auch. Das siehst du doch. Mir haben Sie nie ein Kommando angeboten. Verstehe ich gar nicht. Du bist einer der besten Kämpfer, die ich kenne. Wäre ich nicht so ein guter Schütze, hätte man mich wahrscheinlich schon längst aus dem aktiven Dienst rausgeworfen. Das ist dir doch bisher auch egal gewesen, oder? Ich war immer sowas wie ein Einzelgänger. Mit dem Kopf durch die Wand und so, verstehst du? Unsinn. Hätte ich bei der Inquisition etwas zu sagen, würde ich dir ohne zu zögern eine ganze Kompanie anvertrauen. Meinst du wirklich? Freut mich, sowas von dir zu hören. Danke für dein Vertrauen. Keine Ursache. Der Toro ist cool. Gib. So, ich lasse es jetzt dunkel sein. Ich werde es nicht Tag werden lassen. Weil nachts ist das einfach besser, wenn man ihn dann lünscht. So. Gleich straight on. Gleich anfangen zu lynchen hier. Einen Moment. Was? Ich kann dich da jetzt nicht reinlassen. Geh mir aus dem Weg, oder du wirst es bereuen. Übergelaufen? Du meinst, er hat uns einfach im Stich gelassen? Ich fürchte ja. Wahrscheinlich sitzt er jetzt gerade mit den Protektoren an einem Tisch und lacht über uns. Ach, ich weiß nicht. Das passt gar nicht zu ihm. Hör zu, ich schwöre dir. Glaub ihm kein Wort. Er ist ein Lügner. Tja, jetzt hol mich der Teufel. Du lebst noch? Ja, aber du nicht mehr lange, du Schwein. Komm raus, lass es uns zu Ende bringen. Was zum Henker ist hier eigentlich los? Slane hat uns beide verarscht, Admiral. In seinem Auftrag habe ich gegen dein Handelsverbot verstoßen. Zum Dank dafür hat er versucht, mich umzubringen. Was sagst du da? Das ist ja ungeheuerlich! An deiner Stelle würde ich mich vor ihm in Acht nehmen. Wenn du mich fragst, steckt er mit Mara unter einer Decke. Tja, keine Ahnung, wie du das überlebt hast, aber für einen Kampf hast du dir den falschen Ort ausgesucht. Dieser Hafen hier ist neutraler Boden. Kapitän, wenn du nicht gegen deinen geliebten Kodex verstoßen willst, dann wirf diesen Bengel aus deiner Stadt, Alvarez. Komm her, wir können es gleich hier erledigen. Schluss damit! Wenn ihr euch prügeln wollt, dann so, wie es der Kodex verlangt. No. Ihr werdet draußen auf dem Blutschwurplatz ein faires Duell austragen. Nichts lieber als das. Na schön, Kleiner. Da hast du deinen Kampf. Mach dich bereit. Ich warte auf dich draußen auf dem Blutschwurplatz. Ich mach dich so fertig, Junge. Ich mach dich so fertig. Das ist doch hier, oder nicht? Scheiße, ist das dunkel. Ist das hier? Ach nee, da. Ja, dann lass es doch Tag werden. Das ist zu dunkel. Was habe ich da gehört? Oh, jetzt pennt der hier, ey. Mach, dass du wegkommst! Das gibt's doch nicht. Ich will nicht, dass es Nacht ist. Was sind denn das für Geräusche? Mann, wieso pendit? Wieso. Ja, geht weg. Ja. Wied. Verpiss dich, Alter. Also, wenn die Taverne kein Bett für mich hat, dann weiß ich auch nicht. Lobe den Tag nicht vor dem Abend. Sehr schön. So, und jetzt wird er umgeboxt. Ach so, schmieden. Genau. Haben wir das auch? Den Wellentänzer will ich aber eh nicht benutzen, weil das Hiebschaden war. So. Geh weg. Ich muss mit dem erst reden. So, mein Freund. Hast du noch was zu sagen? Ja.
Was hat Mara dir dafür bezahlt? Was sie mir gibt, kann man mit Gold nicht aufwiegen, mein Freund. Das wäre? Ja, jetzt dreht er völlig durch. Wenn du sie nur sehen könntest, wie ich sie sehe, dann würdest du verstehen. Ich höre ihre Stimme. Immerzu sehe ich ihr Gesicht. Sie ist wunderschön. Ist behindert? Ich habe gar keine andere Wahl, als ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Mann, du bist ja vollkommen besessen von diesem Monstrum. Ja, spotte du nur. Deine Zeit ist vorbei, bevor sie richtig angefangen hat. Sie hat deinen Tod befohlen und genau das werde ich jetzt erledigen. Du bist so gut wie tot! Okay. Ah, damit hast du nicht gerechnet, ne? Okay. Spannendes Duell. Ja. Chaslane. Okay, du hast gewonnen. Du willst den Dolch? Ja. Hier hast du ihn. Alter. Danke. Ja, nice, danke. So, erstmal looten. Nice, jetzt habe ich 2. Kann ich den auch benutzen? Ne, kann ich nicht. Doch, kann ich. Ich kann den werfen. Egal, jetzt habe ich 2 Waffen auf jeden Fall. Wo ist denn der hin? Hallo? Hä? Alvarez? Ah. Slane hat den Kampf verloren. Es ist ein großer Schock für mich, dass Slane zu Mara übergelaufen ist. Sicher war er nicht immer das, was ich mir unter einem ordentlichen Pirat vorstelle, aber... Tja, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Blöd gelaufen. Wie wär's mit... Danke, hier hast du all mein Gold. So weit würde ich nicht gehen, aber du hast dir in der Tat eine Belohnung verdient. Wenn du willst, bilde ich dich zum Schwertmeister aus. Ja. Was ist eigentlich mit dem Dolch? Den hatte Slane natürlich. Ja, das habe ich mir gedacht. Gut gemacht, Captain. Ich hoffe, dass du auch weiterhin erfolgreich bist. Wir müssen alle Artefakte in unseren Besitz bekommen, ne? Bevor Mara alles in Schutt und Asche verwandelt hat. Und was? Und kann denn noch? Schwertmeister aus. So, lol. Hiebstich hier, Stich 2. So gut bin ich auch nicht. Was? Wer bringt mir den Stich 1 bei? Ach, muss ich googeln, ey. Was machen wir, wenn wir die Artefakte haben? Natürlich werden wir versuchen, sie gegen Mara einzusetzen. Was denn sonst, du Grünschnabel? Hey. Dazu müssten wir Mara erst einmal finden. Das klären wir, wenn sich die Artefakte in unserem Besitz befinden. Wie du das sagst, hört sich das ganz einfach an. Vertrau mir. Wir werden einen Weg finden. Wie du meinst. Ich gehe dann mal wieder. Viel Glück, mein Junge. Komm heil und gesund wieder. Ich hörte, du warst schon mal auf der Sturminsel. Das ist richtig. Es ist ein sehr gefährlicher Ort. Voller Mythen und Legenden. Von Untoten bis hin zu fliegenden Monstern. Es ist ein Ort, an den man jemanden bringt, um ihn zu vergessen. Verstehe. Warum fragst du danach? Ich habe den alten Cruise von dort hierher gebracht. Was? Den alten Cruise, sagst du? Moment. Ja. Ich kannte mal einen Cruise. Er war ein Dieb, glaube ich. Aber der ist doch schon lange tot. Oh, nicht ganz. Er läuft ziemlich lebendig hier in deiner Stadt herum. Wenn das so ist, dann ist das wohl so. Kann mich ja kaum noch an den Kerl erinnern. Die Sturminsel ist ein Ort, an den man jemanden bringt, um ihn zu vergessen. Sag ich ja. Mara hatte ein ziemlich mieses Labor auf der Sturminsel.
Sie züchtete dort willenlose, fliegende Gargoyles. Du sagtest, sie hatte ein Labor? Allerdings. Ich habe den Laden zugemacht. Für immer. Dieses verfluchte Weibsbild. Sie macht aber auch vor gar nichts Halt. Hoffentlich sind wir sie bald wieder los. Wie auch immer. Gut gemacht, mein Junge. Ja, wo lerne ich? Warte mal. Irgendwo geht das, glaube ich. Man kann irgendwo... Charaktere hier. Händler. Klingellehrer, so. Hieb, Schwere, Gegen, bla bla, Degen, Stich. Ja, Degenlehrer, wo ist der? Da gibt's einen und da gibt's einen. Ja, dann weiß ich ja Bescheid. Habe ich die Questreihe jetzt erledigt? Oh. Jetzt kommt halt... Ja gut, okay. Sturminsel, da fehlt mir halt noch die Gargoyles. Schatzinsel, da fehlt mir der eine auch noch. Und ja, gut, okay. I-Cap. Dann geht's jetzt erstmal zum Degen-Typ. Ah, wer von denen ist denn der... Bin ich hier? Nein, nein, jetzt habe ich keine Zeit. Ist was? Der? Was? Der. Ja, denn der. Nein, der? Jetzt habe ich keine Zeit. Ich. Geil, der. Ein Stich. Da. Ich will den Degen richtig beherrschen. Ich sagte ja bereits. Aber nur, wenn du das... Gut. Wie viel Gold habe ich? 1300. Lass mal. Was? Nein? Ach so, nee. Du schaffst. Für Stich 2 brauchte ich ja eine Klinge, ne? Auf einer gewissen Höhe. Ich möchte aber erstmal Feuerwaffen. Oh, kann ich. Ja, dann, geht's gleich weiter. Nehme ich jetzt nach da. Da lernen wir jetzt mein letztes, was ich haben möchte für Machete. Und dann habe ich Feuerwaffen komplett. Ich glaube, Pistole will ich nicht mehr weiter trainieren. Der Schaden, den ich mit Pistole mache, reicht eigentlich. Ich mache hier... Er ist ja auf 101. Ist ja Max. Na gut, egal. Ach, ich habe Pistole 1 und... Ach so. Hä, ich dachte... Ach, scheiß drauf. Ich dachte, man muss 2 trainieren, um 3 trainieren zu können. Hä, wieso habe ich denn 3 trainiert? Egal. Pistole ist Max. Kümmern wir auch nicht mehr... Nee, denken wir gar nicht mehr drüber nach. Wollen wir jetzt halt noch die Machete nach, beziehungsweise das schnelle Nachladen, ne? Und dann kann man sich eigentlich auf Härte beziehungsweise Klinge konzentrieren, weil Gerissenheit bräuchte ich eigentlich auch nicht mehr. Ich werde den Klingenkampf noch ein bisschen... Ich möchte meine Flint. Meine Mutter. Alles klar. So, was müssen wir jetzt noch machen? Soll ich mir ein paar Artefakte kaufen? Ah, muss ich wieder nach Antigua.
Zum Glück geht das ja, dauert das nicht so lange. Antigua. Also die Händlerin ist hier irgendwo. Auf wie viel habe ich denn meinen Stich? Auf 69. Ich müsste halt Klingen jetzt ein bisschen noch trainieren, aber... So, die hat ja hier verkauft. Voodoo-Nadel. Stichwaffe? Das ist ja. Nehme ich mit. Passt sicher. Sind das nur Opferdinger? Ja, ne? Ja, das ist. Ja, das passt sicher wunderbar. Dann zurück zum Schiff. Da gibt es noch die Schwertküste. Da gibt es ja noch eine Sache, die ich kaufen kann. Und zwar hier bei dem Stamm. Wie viel Gold habe ich? 2300. Also wenn das irgendeine Scheißsache ist, dann kaufe ich die nicht. Wer hatte denn das zu verkaufen, die? Du, aber dein Weg ist nicht weise. Nimm deinen Donnerstock und geh, Guto. Du hast bei den Shaganumbi nichts verloren. Ja. Wo ist denn der Verkäufer hier? Was? Kann man noch ein bisschen Verteidigung lernen. Toll. Toll, das bin ich auch ausgerechnet nachts. Wer hier. Da? Die verkaufte das nicht. Das war ja diese eine Händlerin da. Ach, da ist ein Bett. Was? Müsste ja hier drin sein. Das war die hier. Schicko, was will... Genau, das hier. Totenkult, ja, am Arsch. Das kann ich kaufen, wenn ich am Ende zu viel Geld habe. Lass. Nein. Aber ich werde die Truhe werde ich natürlich looten. Wenn ich schon mal hier bin. Ja. Gut. Konterparaden, ja, keine Ahnung. Ich werde den Rest des Geldes jetzt erstmal behalten. So. Und mein Logbuch-Quest. Jetzt noch kurz zu der neuen Insel übersegeln. Das sind die Degenhändler hier dauernd zu sehen. Ey. Komm mal weg hier. Kann man mehrere markieren? Nö. Gut. Ach, war ich schon. Und jetzt zur neuen Insel. Sehr schön. Jetzt bin ich perfekt ausgerüstet. Ja, mach weg hier. Was hat die Petit dazu zu sagen? Garcia ist eine Sache. Aber wie finde ich seinen Schatz? Am besten, du verschaffst dir erstmal einen Überblick und durchsuchst sein Schiff.
Er ist Piratenkapitän, also hat er dort vielleicht irgendwelche Notizen. Sieh dich einfach mal um. Mach ich. Schön. Irgendeine Idee, wo ich Harlock jetzt suchen soll? Am besten du fragst direkt mal die Jungs von der Inquisition. Die scheinen ja schon eine Weile hier zu sein. Okay. Hallo? Da ist sie endlich. Die Bucht von Maracay. Ich bin gespannt, wie weit die Expedition bereits vorgedrungen ist. Siehst du? Dort steht ein Empfangskomitee für uns bereit. Lass uns zu ihnen gehen. Komm mit. Zu Befehl. Ihn nehme ich mal mit. So, dann haben wir hier ihn. Grane Kaptan, Jaffa Tutantan. Du bedankst dich bei mir? Wofür? Du hast mich auf deine große Reise mitgenommen. Und nun fühle ich, dass ich bald am Ziel meiner Reise sein werde. Du meinst, du hast deinen wertvollen Gegenstand, dein Aurikulki, gefunden? Ich habe es noch nicht. Aber ich weiß, dass es bald soweit ist. Interessant. Okay. Sag mir Bescheid, wenn du es gefunden hast, ja? Jip, Jip, du bist mein Matar. Du wirst es als Erster erfahren. Sehr schön. Dann ihn noch. Das hier ist die Bucht von Maracay. Was sagt deine Nase dazu? Das ist natürlich eine strategisch äußerst günstige Insel. Ich bin mir sicher, dass die Gargoyles hier versuchen werden, ihre Eier zu verstecken. Kennst du hier jemanden? Hier sind einige Protektoren stationiert. Dann geh zu ihnen und frag sie nach Zeichen des Schwarms. Wenn du die Gargoyles vernichtet hast, dann bring mir die Eier, die du hier findest. Genau, wie immer halt. So, dann sprechen wir noch mit dem Koch, der eh nie was sagt. Ich muss sagen, ich habe schon auf schlimmeren Schiffen angeheuert. Okay, und das heißt? Ich sag mal so. Wenn ich in jeder Holzsacke der faule Gestank der Inquisition stecken würde, wäre es ein verdammt guter Kahn, Sir. Gut, dann kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Aye, aye, Captain. Schön. So, mit Venturo gehen wir jetzt hier mal an die Insel. Kann nichts passieren. Wer ist denn das? Waldes. Okay. Hallo. Du hast Glück gehabt, dass wir dein Schiff nicht direkt versenkt haben, Pirat. Wenn ich dieses Schiff nicht schon einmal gesehen hätte, läge es jetzt auf dem Grund des Meeres. Ich bin nicht euer Feind. Das glaube ich auch nicht. Sonst stünden wir jetzt nicht hier. Wir können momentan jede Hilfe gebrauchen, die wir kriegen können. Wie ist die Lage? Vor einigen Tagen sind wir von diesem Dreckskerl Garcia angegriffen worden. Er hat unser Schiff versenkt. Aber wir konnten ihn in die Flucht schlagen. Ihr gehört offensichtlich nicht zu ihm. Also warum seid ihr hier? Wie es aussieht, haben wir denselben Feind. Wir sind auf der Suche nach Garcia. Gut, ich verstehe. Vielleicht können wir uns ja gegenseitig unterstützen. Selbstverständlich. Ich vermute, dass Garcia in einer anderen Bucht vor Anker gegangen ist. Wenn du mehr erfahren willst, musst du mit Kommandant Corrientes sprechen. Wo ist er? Er ist mit einem Teil unserer Expedition in den Dschungel aufgebrochen. Ich brauche erstmal eine Karte. Was hat Corrientes vor? Wir wissen, dass es hier ein verstecktes Tal geben soll, in dem sich der Feuertempel befindet. Genaueres können wir allerdings nur durch die Eingeborenen hier erfahren. Kommandant Corrientes wollte Kontakt mit ihnen aufnehmen und ist diesem Weg in den Süden gefolgt. Wir haben jedoch seit Tagen nichts mehr von ihnen gehört. Also, wenn du sie finden solltest, lass es mich wissen. Hört sich ziemlich gefährlich an. Ist es auch. Aber ich kann dir ein paar Tricks mit dem Degen zeigen. Ja, das kommt gerade ein bisschen... Was soll... Das hätte ich mal eher wissen sollen. Dann hätte ich nicht den... Egal. Tja, ich... Das ist bestimmt nützlich hier. Ich suche einen Piraten namens Harlock. Harlock? Nie gehört. Schade. Aber ich habe vor kurzem einen Indio gesehen, der sich ebenfalls über Piraten beschwert hat. Er war am Anfang des Dschungels zu finden, wenn du weiter ins Inland gehst. Werd mich mal umsehen. Kann ich mich bei euch ausrüsten? Naja, viel haben wir nicht mehr. Du siehst ja die Sauerei unten am Strand. Rede mal mit Mercutio. Er verwaltet die Sachen, die wir retten konnten. Mercutio? Findest ihn im Tempel. Der kommt mir bekannt vor. Ich suche nach Gargoyles. Moment. Sind das diese geflügelten Biester, die aussehen, als kämen sie direkt aus der Hölle?
Ja, so könnte man sie beschreiben. Ich habe einige von ihnen gesehen. Es waren zwei Gruppen. Sie schienen sich irgendwo nicht unweit von hier im Süden niederlassen zu wollen. Wie viele waren es? Schwer zu sagen, aber ich schätze, es waren etwa ein halbes Dutzend. Gut, ich denke, das wird helfen. Das ist schon mal gut. Wie habt ihr Garcia in die Flucht geschlagen? Das kann dir besser unser Kanonier Marcos erzählen. Es ist schließlich sein Verdienst. Gut, das haben wir alles schön. Ja, wir wurden ja sehr wohltuend hier aufgenommen. Gerade nicht. Sieht auch recht gemütlich aus. Oh, wir haben sogar schon eine Karte. Oh, was ist denn das? Was ist denn das, Alter? Geht mir einer ab. Sieh dir das an, Captain. Die Kanonen sind genauso ausgerichtet, dass sie die Schwachstellen deines Schiffes treffen würden. Voll. Pass lieber auf, dass nicht noch ein Schiff vorbeikommt. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Aber ich feuere nur auf Leutnant Valdez Befehl. Da haben wir noch Glück gehabt, was? Allerdings. Gut, dass wir so langsam in den Hafen eingelaufen sind. Ganz unter uns. Ich glaube nicht wirklich, dass du eine Bedrohung für uns bist. Ach, und warum nicht? Valdez hätte dich nicht durchgelassen, wenn es so wäre. Naja, es sei denn, er will dein Schiff kapern, wenn du unterwegs bist. Du scheinst deinen Humor ja noch nicht verloren zu haben. Natürlich nicht. Solange ich meine Kanonen habe, bin ich glücklich. Ich verstehe mich im Umgang mit Geschossen. Früher in Caldera habe ich schon so manchen Piraten verjagt. Ja, cooler Boy. Sonst hätten sie mich ja nicht mitgenommen. Welche deiner Kanonen ist eigentlich die beste? Ich habe darüber noch nie... Na, ist ja auch nicht so... Gut. Kannst du mir was... Klar. Zeig... Klar. Du warst Kanonier in Caldera? Die letzten Jahre schon. Aber ich wollte schon immer auf eine Expedition fahren. Es ist alles eine Frage der Zeit. Irgendwann werden wir hier unsere eigene kleine Stadt errichten. Erzähl mir von der Schlacht mit Garcia. Wir haben großes Glück gehabt, dass Leutnant Valdez zuerst die Kanonen an Land gebracht hat. Der alte Fuchs hat schon gewusst, dass wir nicht lange alleine bleiben. Dummerweise hat Garcia unserem Schiff eine volle Breitseite verpasst. Aber ich habe ihm eine Kugel genau vor den Bug geschossen. Noch einen Moment länger und ich hätte ihn versenkt. Garcia kriegt schon noch seine Breitseite. Ja, und darauf freue ich mich schon. Ja, die scheinen ja alle ganz cool hier drauf zu sein. Also weiter geht's hier links, das heißt, hier kann ich noch ein bisschen quasseln. Sagt der was? Ne, ist ein Protektor. Protektor, das ist Waldes. Ist der hier? Ne, auch nicht. Ne, Truthähne hier, ne. So, zack. Zack. Okay, und dann gibt es ja auch die Insel der Toten, ne? Glaube ich. Scheint so die Endboss-Insel zu sein. Wo es ja auch nochmal Gargoyles gibt. Okay, hier sind nochmal Gegner. Ja, dieses kleine Fleckchen Erde werde ich noch erkunden. Ist ja nicht wirklich... Es ist sehr linear gehalten, die Insel, finde ich. Kloppen wir die mal weg. Mal testen. Boah, wie schnell man schießen kann. Alter, das ist so OP. Ich bräuchte trotzdem mal wieder eine neue Flinte. Nicht wirklich viel. Dann rede ich jetzt noch mit den letzten Leuten im Tempel und dann beende
beende ich den Part auch schon. In den nächsten Part geht es dann richtig schön flockig weiter hier auf der Insel. Ist eine schöne Insel. Gefällt mir. Och nö. So. Heldenkrone. Protektor. Wir haben jetzt schon seit Tagen nichts mehr von der Expedition gehört. Kommandant Corrientes ist ein fähiger Mann. Hier scheint irgendwie doch... Du wagst es, hier zu stehlen! Was? Oh Gott, lass abbauen. Kommandant Corrientes ist ein fähiger Mann. Ich dachte, Mann. Das ist frei. Sie werden ihre Gründe haben. Vielleicht sind sie schon ab... Ich dachte, das ist frei zugänglich. Geh mal kurz weg. Vielleicht sind sie schon alle tot. Sie werden schon einen Weg durch den Dschungel finden. Sind die jetzt noch böse? Ich wusste ja nicht, dass... Oh Gott. Du schon wieder! Muss ich dich umhauen, oder was? Lol. So. Jetzt klaue ich hier erst recht alles. Stehst du jetzt mal auf hier? Mach hier keine Dummheit, besser du gehst. Ach, jetzt ist er verärgert, na gut. Aber im nächsten Part ist er dann wieder nicht mehr verärgert. Wenn ich jetzt einmal geschlafen habe, das machen wir dann aber im nächsten Part. Vielen Dank. Sie werden schon.